Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Also, ich bin jetzt gerade mal hier draußen am Feld. Ich habe meinen Pony, die Wendy, dabei. Und da vorne reitet der Pepper, die kennt ihr ja schon aus meinen vorhergehenden Videos. Ja, ich habe mir jetzt gerade mal unsere Felder angeguckt. Es ist doch noch relativ nass. Und ja, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen mit den Pferden quasi on Tour. Und dann hat sich das halt angeboten, dass man einfach mal die Felder kontrolliert. Ja, hier haben wir Bauerde herfahren lassen als Zwischenlagerung. Also die soll nicht auf den Acker, die soll für einen Hausbau, einen Hang aufschütten, ist die gedacht. Ja, hier ist der gehäckselte Mais von dem Farmblock-Video, wo wir Mais gehäckselt haben, war das der Acker. Hier soll im Frühjahr Zuckerrüben rein. Und da will ich jetzt noch warten, bis es einigermaßen trocken ist. Dann kann man den auch schön pflügen. Da soll auch noch Mist drauf und dann wird er gepflügt. Ja, was gibt es sonst noch Neues zu berichten? Also im Moment, die Zuckerrüben sind jetzt am Dienstag rausgekommen. Da war ich dabei, konnte es leider nicht filmen, weil es nachts um 12 war und mit dem Handy auch ein bisschen schwierig zu filmen. Ja, das ist hier ja die Wendy. Die hat heute mal einen Passagier drauf sitzen. Kam einfach zu mir, hat gefragt, ob sie mal reiten darf. Habe ich gesagt, klar, natürlich, warum nicht. Und ja, den Pepper kennt er ja sowieso aus den anderen Videos. Ja, jetzt seht ihr hier auch mal unsere Gegend. Das hier ist Leimengau-Angeloch. Und das ist hier richtig idyllisch. Hier, das ist der Odenwald. Ja. Und wie gesagt, heute bin ich mal nicht allein unterwegs. Das ist jetzt auch wieder nur so eine Momentaufnahme mit Handy. Und wie gesagt, es war jetzt einfach mal nur so ein Spontanvideo von mir, dass ihr hier mal die Gegend seht und die Felder seht. Ja, der Weizen, der geht auch wunderbar auf. Da gibt es gar nichts. Der ist auch schön gesät. Bin ich auch zufrieden, wie der aufgegangen ist. Da kann ich euch leider auch nicht mitnehmen. Ja, liebe YouTube-Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst mir wie immer Likes und Abos da, wenn euch das Video gefallen hat. Bei Anregungen schreibt es unten in die Kommentare rein. Und in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen.